Euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Level Challenges. Point Generator ist die Aufgabe, Score 21 Points in a Half. Also 21 Punkte sind bei dieser Medium 2-Stern-Herausforderung zu spielen. Boah, das ist krass. 21 Punkte. Schauen wir uns den Spaß mal an. So, wir spielen auf jeden Fall zu Hause. Das ist ja schon mal was wert. Wir spielen gegen die Packers. 4 Minuten pro Quarter, das heißt, wir haben 8 Minuten Zeit. Das auf Medium, boah, es gibt ja Gott sei Dank bei den Level Challenges keine Hard-Stufe. Da bin ich jetzt mal optimistisch. So, wir schicken Cooper und Cobb von links auf Slant Routes. Gallup kommt von der rechten Seite. Und los geht's. Schöner Catch von Amari Cooper. Immer noch auf den Ball. Kommt bis an die 34-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10. Ich glaube, ich sollte in die No-Huddle-Offense gehen ab dem nächsten Spielzug. So, Witten attackiert die Mitte. Ich achte mal links auf Cobb, ob der sich lösen kann. Wir gehen aber tief auf Jason Witten. Oh, in dem Nachfassen hat er den Ball. Jetzt ist er auf dem Weg Richtung Endzone und kommt bis an die 23-Yard-Linie der Packers. So, neues First Down für die Cowboys. Nehmen wir die Double Posts. Cooper und Cobb von der linken und Witten über die Mitte. Und das ist der Catch in der Endzone am Mike Cooper. Souverän gemacht. So, das heißt, den ersten Touchdown haben wir. Aber man merkt da schon einen gewaltigen Unterschied zwischen der Art hätte Amari Cooper den niemals festgehalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, also dann. Wir führen mit 7:0 gegen die Packers, die jetzt natürlich im Gegenzug den Ball bekommen. Ich werde es jetzt nochmal ohne Onside-Kick probieren. Und hoffen, dass wir die Packers schnell genug vom Ballbesitz trennen können. Der Return endet an der 27-Yard-Linie. Ja, da kommt A-Rod aufs Feld. Aaron Rodgers, der Quarterback der Green Bay Packers. Ein ganz, ganz großer. Und vor allem, ich finde den Kerl auch so sympathisch. Und das sage ich als Cowboys-Fan. So. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. Ah, das Tackling setze ich mal auf aggressiv. So, und wir gehen rein mit einer Cover 2. Blitzen mit dem Linebacker. Erster und 10, Green Bay. Vollständiger Pass. Ein Mörder-Hit. Das war ein Fumble und die Cowboys haben den Ball. Ein Riesenhit. Ich glaube, das war Leighton Van Der Esch. First down, Cowboys. Lauf Elliott über die linke Seite. Schöner Move. Und auch sehr schöne Blocks, die Elliott hier bekommt. Kommt bis an die 3-Yard-Linie. Das waren wunderschöne Cuts. Cut Nummer 1. Cut Nummer 2. Und dann schlägt es ein. Aber ein Riesenspielzug. So, jetzt wollen wir natürlich auch sehen, dass wir hier rasch in die Endzone kommen. Cooper von links auf einer Slant. Ich achte mal auf Witten. Der ist so ein bisschen meine Sicherung. Ja, wenn alle Stricke reißen, dann läuft Prescott selbst in die Endzone. Zweiter Touchdown. 13 Punkte haben wir. Jetzt kommt noch der PET. Der ist auch gut und es steht 14:0. Jetzt haben wir insgesamt 2 Minuten im ersten plus das komplette zweite Quarter. Noch Zeit für den letzten Touchdown, den wir brauchen. Und wenn wir weiter so hitten, denke ich mal, dass da fumble-technisch noch was funktioniert. Der Return der Packers. Wir sollten allerdings auch treffen beim Tackling, das wäre immer ganz praktisch. Erster und 10 an der 30-Yard-Linie, 2 Minuten und 3 Sekunden noch auf der Uhr im Quarter Nummer 1. So, gehen wir in eine Cover 1 Rubber Defense hinein. Erster und 10 an der 30. Vollständiger Pass. Renfro mit dem Tackle. Zweiter Versuch und 4. Ball an der 37-Yard-Linie. 6 Yards Raumgewinn durch diesen Pass von Rodgers. Lauf. Oh, da sah meine... Hallo, irgendeiner?
kaum zu tackeln. Jones bis an die 47-Yard-Linie. Ganz starkes Play vom Running Back der Packers. Cover one hole. Erster und 10. Doch hier wieder Tackle-Probleme bei meinen Cowboys. Zweiter und 3. Ball an der 46-Yard-Linie. Wieder ein Lauf durch die Mitte, gut gestoppt von Van der Esch. Und jetzt zwingen wir die Packers in einen dritten und 1. Das erste Quarter nähert sich dem Ende. Sehen wir noch einen Snap? Nein, das dauert so lang bei Green Bay. Es geht ins zweite Quarter hin. Ah, da haben wir ja sogar 5 Minuten Zeit. Das ist ja fast schon ein Luxus. Dritter und 1. Es ist ein Lauf und das ist eng. Das ist wirklich eng. Hat das gereicht? Es ist ein neues First Down an der 43-Yard-Linie. Guter Drive der Packers. Wieder ein Lauf. Diesmal kommt Jones nur ein Yard nach vorne. Das ist ein zweiter Versuch und 9 von der 42-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Hitstick, das war ein Fumble, aber der Ball geht ins Aus. Sammy Sideline im Trikot der Packers unterwegs. Cover One Thief Press. Erster und 10 an der 32. Rogers unter Druck, wirft aber vollständig. Ball an der 33-Yard-Linie, 2.12. Wieder ein Lauf über die Außen. Wow, Renfro. Und das ist ein Fumble. Die Marcus Lawrence kann den Ball aufnehmen. Das meinte ich damit, das musste irgendwann passieren. Zu harte Hits auf Seiten meiner Cowboys. Erster und 10 an der 39. Wir attackieren die Mitte mit Witten und Olawale. Ich achte auch links außen auf Amari Cooper. Aber wir gehen wieder auf unseren Tight End. Sicherer Catch. Ball an der 40-Yard-Linie. Ich glaube, da muss ich auch gar nicht groß in den No-Huddle schalten. Play-Action-Words. Wir attackieren mit Kopp die Mitte und mit Witten die Außen. Schauen wir mal, was der Safety da hinten macht. Ja, da gehen wir auf Kopp. Der ist da komplett frei. Immer noch auf den Beinen. Kommt an die 11-Yard-Linie. Der Ex-Packer mit dem Catch in der Red Zone von Green Bay. So, Double Slants. Cooper und Kopp von der linken, Gallup von der rechten Seite. Schon der Touchdown, noch nicht. Der Ball ist an der 1-Yard-Linie, das gibt's ja nicht. Wir sind beim 2-Minute-Warning auch angekommen. Der dezente Hinweis. So, wir haben ein First Down, wenn ich das, glaube ich, richtig gesehen habe. First and Goal, erstmal ein Lauf, Halfback ISO. Die Packers verteidigen komplett gegen den Lauf. Dann gehen wir natürlich bei Audible auf einen Passspielzug. Cooper von links auf einer Slant. Den achten wir mal besonders. Ah, da kommt aber ein riesiger Druck von Green Bay. Ein Sack. Second and Goal damit. Probieren wir es mit einem direkten Pass. Double Slants. Cooper und Kopp links. Gallup rechts. Und eine Riesenlücke in der Mitte. Und da kommt Prescott irgendwie noch durch. Aber nicht in die Endzone. Da ist er irgendwie an dem einen D-Liner aufgehalten worden. So, jetzt haben wir einen Third End Goal. Wir müssen in die Endzone, Freunde. Kopf von links auf einer Slant. Und diesmal Prescott in der Mitte ganz allein. Touchdown. Jetzt haben wir 20 Punkte. Jetzt kommt es nur noch auf den PET an. Der ist gekickt, der ist gut und es steht 21:0. Damit haben wir die Challenge doch eigentlich erfüllt. 1, 2. Mehr gab es ja nicht. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.